Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber zum Glück bin ich organisiert und strukturiert. Der Tag wird schon irgendwie rumgehen. Zumindest ist das mit dem Kindergarten vorerst geklärt. Frau Kinderlieb ist seit letzter Woche die neue Leitung. Auf die kann ich mich verlassen. Die hat den Laden wirklich im Griff. Sie hat sogar versprochen, die St. Martinsfeier gleich zu übernehmen. Dann kann ich ja schon mal 2 Punkte von meiner Liste streichen. Ah, Frau Kinderlieb, wie schön Sie zu sehen. Ich habe gerade an Sie gedacht. Guten Tag. Hallo. Setzen Sie sich. Sie wissen gar nicht, wie froh ich bin, dass Sie die Leitung von unserem Kindergarten übernommen haben. Dank Ihnen konnte ich gerade 2 Punkte von meiner sehr langen To-Do-Liste streichen. Ja, das ist schön, dass Sie das so sagen, aber ich bin in anderen Umständen. Verzeihen Sie, dass ich etwas verwirrt bin. Wir hatten doch erst letzte Woche das Gespräch und... Ja, ich weiß, aber dass da unten was wächst, habe ich ja schon gemerkt. Ich darf vor kurzem erst beim Luther essen. Und bei den guten Speisen von Frau Groß habe ich so zugeschlagen. Und generell habe ich in letzter Zeit so viel Hunger. Aber dass die Wurzel dessen eine andere ist, wusste ich auch noch nicht. Oh, naja, dann herzlichen Glückwunsch natürlich. Irgendwie werden wir das Kind schon schaukeln. So nicht weitermachen. Der hat im Training total nachgelassen. Gestern zum Beispiel hat der auf dem Platz das Glaubensbekenntnis vor sich hergenommen und hat das falsche Tor geschossen. Und wissen Sie, meine kleine Josephine Patricia Marleen, sie kommt gar nicht mehr zum Lernen. Sie hat in der Schule total nachgelassen. Können Sie sich das vorstellen? Sie hat neulich in Biologie eine 2 nach Hause gebracht. Eine 2, total nachgelassen, Schulisch. Aber Sie müssen doch verstehen, dass... Nichts da verstehen. Der liebe Herrgott bekommt doch da oben noch die Krise, wenn Heimstetten dieses Jahr nicht aufsteigt. Außerdem kollidiert Ihr Konfirmandenwochenende mit unserem Trainingscamp. Die Kinder sollen doch auch nur Spaß haben. Und stattdessen müssen sie auf Kirchenbänken sitzen und irgendwelche Luther essen bedienen. Er ist mein Hirte, sie wird nichts machen. Außer in meinen Nerven vielleicht. To-Do-Liste, Anwalt besorgen. Sich nicht weiter aufregen. Naja, die Predigt muss wohl warten. Ich habe jetzt erstmal das Traugespräch. Herzlich willkommen in unserer wunderschönen Kantate-Gemeinde. Frau Bier, Herr Baum. Beide in unserer wunderschönen Gemeinde trauen zu dürfen. Lassen Sie uns doch über die Einzelheiten Ihrer bevorstehenden Trauung sprechen. Oh ja, also, ich bin ja schon so aufgeregt. Ich habe mich den ganzen Tag schon gefreut. Wir haben ja schon so viele Ideen und Wünsche. Nur das Beste für meine liebe Fabienne. Das freut mich sehr, dass Sie beide auch schon Ideen haben. Das macht es immer einfacher. Lassen Sie uns dann einfach über den Gottesdienst einmal sprechen und durchgehen. Also beginnen wir dann mit dem Einzug. Wie schaut es denn mit Musikwünschen aus? Ich finde Highway to Hell ist zum Einzug. Das ist zum Einzug ganz schön.
Könnten Sie da vielleicht einen Kinderchor besorgen? Und zum Auszug, da hätten wir dann gerne über 7 Brücken musst du gehen. Das wird meine Schwiegermutter singen. Das wird ja eine sehr außergewöhnliche Hochzeit, Frau Bierenscherbaum. Wer lieben mal einen Gottesdienstablauf zukommen lassen? Wenn Sie noch Fragen haben, können wir ja nochmal telefonieren. Ja, vielen Dank, Frau Pfarrerin. Sie werden unseren Tag unvergessen machen. Ich werde ihn auf keinen Fall vergessen. To-Do-Liste, Herr der Ringe schauen. Und nicht weiter versuchen zu verzeihen. Susanne, hast du einen Moment Zeit? Ja, wie schön dich zu sehen, endlich. Du wirst nicht glauben, was mir heute alles passiert ist. War erst von die Eltern ein KV und dann ein Traugespräch und es ist vor. Ja, endlich ein Leidensgenosse, der mich da versteht. Ich glaub, du schnupfst erst mal. Gib dir den anderen, der pusht besser in deiner Situation. Danke, ich glaube, das ist keine gute Idee. Nein? Ah, naja, dann du, eigentlich hatte ich auch eine ganz andere Frage. Weißt du, it's Derby Time. ich wollte nach Nürnberg, weil es gibt das Club-Derby und wir spielen gegen die Westvorstadt, die Drecksfürther, weißt du schon. Da müsste ich unbedingt hin. Könntest du, es geht um alles, Leben und Tod. Geht es beim Club nicht immer um alles und nichts, Leben und Tod? Leben und Tod, aber diesmal geht es um alles. und weil wir dabei sind, also es wären noch 2 Gottesdienste und Feuerwehrauto in Dornach, Supermarkt in Feldkirchen, und Kleinigkeiten. Naja, ich könnte mal schauen wegen dem Gottesdienst und super, Susanne, ich danke dir ganz herzlich. Servus.
Platz nun im Kirchweih. Und unser Pfarrhaus ist verwaist. Und mancher fragt sich halb verzweifelt, geht hier nicht bald ein neuer Geist? Frag Riesling Prinz, adieu. Spätestens aber die Tulpen-Narzissen. Das ist schon auch mal sehen.